Herzlich willkommen in Groß-Schönau im Naturpark Zittauer Gebirge. Wir machen heute mal eine kleine Nachtwanderung in der Nähe unseres Ferienhauses Sissi, weil wir gerade so eine wunderschöne Winterlandschaft haben und das gerade in den Abendstunden, beziehungsweise eigentlich ist es schon Nacht, man könnte schon sagen eine richtige Nachtwanderung, so um 23.30 Uhr. Und wir sind hier wenige Meter entfernt von unserem neuen Ferienhaus Hexe in Groß-Schönau. Befindet sich unter anderem auch unser Ferienhaus Sissi und ein Ort weiter in Heinewalde unser Ferienhaus Edeltraut. Ungefähr 10 Kilometer von hier haben wir dann noch unser Ferienhaus Dunja in Eubin und unsere Ferienwohnung Karasek, die fast am Skilift liegt. Und ich wollte euch einfach mal hier, nachdem wir ja nun fast 2 Jahre gar keinen Schnee gehabt haben, entführen in die eigentlich typische Winterlandschaft des Naturparks Zittauer Gebirge. Wir sind hier direkt am Fluss Mandau. Die Mandau fließt hier in Richtung Neiße, die Neiße dann wieder in die Oder, das Ganze dann in Richtung Ostsee. Und typischerweise durchquert die Mandau hier im Wesentlichen die meisten Orte in der Region. Und in wenigen Metern erreicht man dann auch schon unser Ferienhaus Hexe. Für bis zu 13 Personen, 4 Schlafzimmer, 3 Bäder, bis zu 5 Hunde. Man kann die Hexe im Ganzen mieten oder eben auch die obere oder die untere Ferienwohnung. Sauna ist vorhanden, Whirlpool ist vorhanden. Und das macht ja gerade im Winter besonders Spaß, wenn es draußen schön kalt ist und man dann in den 38 Grad Whirlpool steigt oder aus der 90 Grad Sauna dann mal schnell in den Schnee hüpft. Und eine Ruhe ist das hier, kein Durchgangsverkehr. Mandau hat überall so kleine Brücken, wie wir hier im vorderen Bereich sehen. Man kann hier wunderschön spazieren gehen, auch mit Hund. Es geht kilometerlang entlang dieser Mandau, deshalb auch Mandauaue genannt. Na, Groß-Schönau stammt ja ab von dem Begriff große schöne Aue. Und da sehen wir auch schon unser Ferienhaus Hexe. Unten mit der Ferienwohnung Ornella und oben mit der Ferienwohnung Froschi. Jede Ferienwohnung hat ihren eigenen Gartenanteil. Hier gleich die Brücke über die Mandau. Eine herrliche Winterkulisse. So, und wer Näheres erfahren will, schaut einfach bei hundeurlaub.de rein oder auf die Facebook-Seite der Mandau Ferienwohnung oder auf die Facebook-Seite von hundeurlaub.de oder hier bei TikTok. Und dort gibt es dann mehr Informationen zu unseren Ferienhäusern als auch zu dieser wunderschönen Region Naturpark Zittauer.